Siehe, ich bin hier die Gegenstimme wohl. Also Sie sind der Meinung, die NATO führe den Krieg gegen Russland. Ich möchte nur daran erinnern, dass es Putins Russland war, was mit der Sache angefangen hat. Wer die Situation in der Ukraine kennt, weiß, dass das ein multiethnischer, multikultureller Staat ist. Und wer die Geschichte Europas kennt, und Europa kommt aus seinen zwei Weltkriegen, weiß, dass multikulturelle Gesellschaften sehr fragil sind. Wer die Geschichte europäischen Ostens kennt, weiß, dass die Ukraine die Unabhängigkeit unter sehr kontroversen Umständen des Zerfalls der Sowjetunion 1991 erlangt hat. All diese Sachen kennt natürlich Wladimir Putin. Und trotz dieser Kenntnis hat er, jetzt sei es dahingestellt, berechtigt oder nicht, mit einer Revision der Grenzen in Europa begonnen. Angesichts dieses Wissens, dass wir als Osteuropa-Spezialisten, und ich bin eine, ich bin die polnische Lektorin an der Universität des Saarlandes, haben, war es völlig klar, dass etwaige Infragestellung der Grenzen dort zum Menschensterben führen würde. Ich bitte also alle Menschen, die sich auch berechtigterweise um den Frieden in dieser Region mit großem Engagement bemühen, das zu bedenken und die Ukraine nicht zu verurteilen. Die sogenannten Faschisten in der Ukraine, das ist natürlich ein wichtiges Thema, auch für uns hier in Europa und auch gerade für Polen. Ich komme aus Polen. Das sind, es gab 1943 zum Beispiel ein massenweise Menschensterben auf beiden Seiten, der polnischen, der ukrainischen, in einer Region, sie heißt Wolin. Das ist nicht aufgearbeitet. Ich will hier jetzt also um Gottes Willen nicht die Partei ergreifen für diesen Flügel. Aber ich muss darauf aufmerksam machen, und ich bin Ukraine-Spezialistin ebenfalls, dass dieses Spektrum der sogenannten Faschisten, und beziehungsweise das sind auch wirklich Faschisten, ein sehr schmaler Sektor in der ukrainischen Gesellschaft ist. Denn die ukrainische Gesellschaft war ebenfalls am Holocaust beteiligt, also als Opfer beteiligt. Es waren sehr viele ukrainische Juden, die ins Leben gekommen sind. Es waren sehr viele Ukrainer, die im großen Vaterländischen Krieg auf der Seite der Roten Armee gekämpft haben und ihr Leben gelassen haben gegen das faschistische Deutschland. Wenn die Ukraine jetzt von Seiten der Putins Propaganda, und das sind nicht die russischen Medien schlechthin, sondern das ist wieder nur ein Spektrum der russischen Medien, das man wirklich propagandistisch bezeichnen darf. Wenn die Ukraine also von dieser Seite hören, sie seien Faschisten, stellen Sie sich vor, wann hat Kongo seine Unabhängigkeit als ehemalige französische Kolonie erreicht? Ich glaube, erlangt. Stellen Sie sich vor, das wäre jetzt eine Kolonialmacht wie zum Beispiel Frankreich und es würde darum gehen, dass sich eine Kolonie befreit. Dass die Menschen auf die Straßen gehen und sagen, nee, wir wollen selbst, wir wollen zur EU, wir wollen nicht ein Teil von, wir wollen nicht, dass uns jemand als Einflusszone tituliert. Wir wollen eben keine Kolonie sein. Wir, die Polen, wir haben uns 1980 erhoben und es ist uns auch mit Deutschlands Hilfe und mit Frankreichs Hilfe im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks und mit Hilfe vieler europäischer Akteure und der USA gelungen, eine eigene Persönlichkeit als Nation, als Volk, als Staat zu erlangen. Eben nicht als eine Kolonie. Das, was Putin mit der Ukraine macht,
Das ist ein Protest gegen einen gescheiterten Kolonialisierungsversuch, gegen dieses Scheitern. Er will nicht, dass die Ukraine ihren Weg geht. Ich bitte Sie also, auch in Ihrem berechtigten Bedürfnis nach Frieden, das ich auch teile, und in Ihrem sehr respektverdienenden Engagement, das zu bedenken.